die Steffi von Radio Arabella. Es freut mich sehr. Hallo Steffi. Vor allem, ich habe dich gestern im Radio gehört, da hast du die Natascha interviewt, ne? Ja, richtig. Ja. Genau. Und deswegen bin ich heute Abend auch hier, ja, weil wir das ja vorgestellt haben, weil ich selber so begeistert bin davon, von dieser Idee, dass man sich Dirndl einfach ausleihen kann. Und jetzt weiß ich ja von der Natascha, dass du auch ein Fan von ihr bist und von dieser Aktion. Ja, natürlich, ausleihen ist gerade in unserem Metier ganz normal, dass man sich Sachen ausleiht, weil ich glaube, all die Kleider, die wir auf Events tragen, die könnten wir gar nicht irgendwo, dafür haben wir gar keinen Stauraum. Und darum, ein Kleid auszuleihen, ist gang und gäbe. Und das ist großartig, dass man sich da dann wirklich mal Kleider ausleihen kann, die einfach mal einen Abend anziehen kann, genießen kann und dann kann man es auch wieder zurückgeben. Das ist super. Und Reinigung, alles drin, man muss sich um nichts kümmern. Wahnsinn. Ja. Man bestellt es und wenn man es dann nicht trägt, kann man es zurückschicken, dann kostet das nichts. Also man kann immer was als Auswahl bestellen und dann hat man immer so eine sichere Karte, ich habe was zum Anziehen. Du bist ja auch eine Kundin von der Natascha, richtig? Ja, normalerweise schon, ja. Aber heute nicht? Heute ausnahmsweise mal nicht, aber ja, weil also sie hat ja die gleiche Designerin auch in ihrer Auswahl drin, die Astrid Zöll, von der ich ja meine Dirndl bekomme. Und dann war das natürlich, wäre das doppelt gemoppelt gewesen. Also ich leih mir bei Natascha nicht nur Dirndl aus, sondern überhaupt auch Abendkleider. Dadurch kenne ich sie eigentlich, weil sie ja auch Abendkleider verleiht. Aber so grundsätzlich leihst du dir schon ab und zu mal Sachen, ne? Grundsätzlich, ja. Ja, klar. Leihst du dir denn auch was ab und zu? Nee, ich habe immer dieselbe Lederhosen an. Die wird doch nicht gewaschen. Wie viel Dirndl hast du denn privat im Schrank? Weil die nehmen ja auch immer so viel Platz weg. Also ich habe meiner Platz mittlerweile. Echt jetzt? Okay, ich habe genau 2 Dirndl jetzt. Müffelt aber ganz schön jetzt mittlerweile, oder? Ich meine, du warst 5-mal auf der Wiesn in der gleichen Lederhosen. Das ist echtes Leder, das riecht nicht. Das riecht immer gut, wirklich. Gibt es da irgendwas, was du machst dagegen? Fibres, raushängen? Nein, gar nicht. Das passt, glaubst du mir. Okay, ja. Du riechst lecker, danke. Elias. Danke. Ich danke dir. Danke. Viel Spaß.